25 Jahre Berliner Fußball und Berliner Fußball. Schön, dass Sie alle gekommen sind, um gemeinsam zu feiern, denn das Schöne an diesem Tag ist ja wirklich, wir können sagen, wir feiern wirklich nicht nur Jubiläum, wir feiern auch einen ganz realen Geburtstag, denn wirklich heute, auf den Tag genau, am 11. September 1897, da wurde der Vorgänger vom Berliner Fußballverband gegründet. Das war dann damals die Gründung des Verbandes der Deutschen Ballspielvereine am 11. September, wie gesagt. Und das von 7 Vereinen in der Vereinskneipe des BFC Preußen in der Bergmannstraße im heutigen Kreuzberg. Und diese Menschen waren Menschen, die einfach gesellig waren, die zusammengekommen sind, freundschaftlich und im respektvollen Umgang. Und ich glaube, das ist ein guter Aufhänger, um heute auch zu sagen, wir wollen einfach freundschaftlich, respektvoll, mit Nachwuchs, wie wir gerade hören, und natürlich auch in einem freundschaftlichen Umgang zusammen feiern und vor allem 3 Themen des Berliner Fußballverbandes hier gemeinsam beleuchten. Das wäre zum einen die Vergangenheit, wir haben eben schon die ersten Eindrücke gesehen, zum anderen die Gegenwart und wir wagen natürlich auch den Blick in die Zukunft. Das ist dann so etwas wie der rote Faden hier im Roten Rathaus, wo Sie ja auch schon am Eingang vielleicht im Foyer gesehen haben, dass es auch eine Ausstellung gibt zu 125 Jahren Berliner Fußball und Berliner Fußballverband. Da sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen, sich das Ganze auch nach unserer Veranstaltung noch einmal anzusehen. Es ist eine Wanderausstellung auf verschiedenen Informationstafeln und die wird hier im Roten Rathaus noch bis Ende des Monats zu begutachten sein. Und es geht schlussendlich ja um einen Verband, der älteste Fußball-Landesverband in Deutschland ist, auch in Neuendorf etwas älter sogar als der DFB und immerhin gut 18 Jahre wird er jetzt an der Spitze geleitet von Bernd Schulz und deswegen übergebe ich jetzt auch an Bernd Schulz das offizielle Grußwort und heiße mit Ihnen allen herzlich willkommen, den Präsidenten des Berliner Fußballverbandes. Ja, vielen Dank, lieber Florian, für die einleitenden Worte. Ja, in der Tat, 11. September 1897, 7 Vereinsvertreter gründen in Dustrin Keller, so hieß diese Kneipe, in der Kreuzberger Bergmannstraße, den Verband Deutscher Ballspielvereine. 11. September 2022, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum 125. Geburtstag des Berliner Fußballverbandes und freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben, mit uns heute Morgen hier dieses Jubiläum zu begehen. Gestatten Sie mir, auch heute Morgen einige Gäste namentlich zu begrüßen. Ich freue mich, dass zahlreiche Vertreter des Berliner Abgeordnetenhauses da sind, insbesondere die für uns ja sehr wichtigen Sportsprecher der Fraktionen, aber an der Spitze, und das freut mich ganz besonders, darf ich den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin, an Dennis Buchner, sehr herzlich begrüßen. Senat von Berlin begrüße ich sehr herzlich Herrn Senator Andreas Geisel, mittlerweile zuständig für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, aber dem Sport, denke ich, nach wie vor sehr verbunden. Herzlich willkommen, Herr Senator. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es gehört, 1897, 7 Vereinsvertreter, die sich übrigens neben dem Fußball auch um Cricket und Rugby kümmerten, da die Wurzeln nach England reichten. Sind es heute über 370 Vereine und 3000 Mannschaften, die sich im Spielbetrieb befinden. Und unsere Vereine zählen mittlerweile 187.000 Mitglieder. Fachverband für die Sportart Cricket sind wir in Berlin übrigens immer noch bis zum heutigen Tag. Auch das ist etwas Außergewöhnliches, aber auch etwas, was uns stolz macht. Ja, letzte Vollgeschichte. Florian Schiedrich hat es vorhin erwähnt. Wenn man 125 Jahre alt wird, verschiedene Staatsformen über sich ergehen lassen musste oder sie mitgestaltet hat. Zerstörungen nach 2 Weltkriegen, letztendlich immer der erneute Aufbau, letztendlich den Fußball wieder zum Rollen zu bringen. Und es standen immer tatkräftige Menschen bereit, die in diesen schwierigen Zeiten Verantwortung übernommen haben, die letztendlich
Fußball wieder aufgebaut haben, teilweise auch die Sportstätten mit aufgebaut haben. Letztendlich haben wir es immer wieder geschafft, dass der Fußball nach kurzer Unterbrechung wieder seine alte Stärke wiedergefunden hat. Und insbesondere auch, das ist schon einmal erwähnt worden, die Überwindung der Teilung unseres Heimatlandes war eine ganz, ganz wichtige Epoche. Das war sicherlich eines der schönsten Highlights, die man erleben konnte in dieser Zeit, den Fußball zusammenzuführen aus den beiden Stadthälften. Auch das ist deutschlandweit einmalig. Viele Verbände sind neu gegründet worden nach der Wiedervereinigung. Wir hier in Berlin haben zwei Verbände aus zwei Stadthälften zusammengeführt. Ich glaube, heute zu Recht sagen zu können, das ist uns gut gelungen. Über einige Ereignisse, auch das ist angekündigt, werden wir im Laufe des Vormittags reden. Ein derartiges Grußwort reicht nicht aus. Die vielen Erfolge unserer Vereine, Spieler, Funktionäre, Schiedsrichter hier zu würdigen. In unserem Verband arbeiten heute weit über 200 ehrenamtlich tätige Frauen und Männer sowie 60 hauptamtliche Mitarbeiter, für die wir sicherlich ein interessanter Arbeitgeber sind. Gestatten Sie mir an dieser Stelle allen Mitarbeitern unseres Verbandes einen herzlichen Dank für Ihre unermüdliche Arbeit auszusprechen. Dies gilt auch für zwei heute anwesende ehemalige Geschäftsführer, Dirk Brennecke und Michael Lamin. Euch ein herzliches Dankeschön. Aber auch die Inhalte unserer Arbeit im Verband und in den Vereinen haben sich im Laufe der Jahre erheblich verändert. Galt es früher ausschließlich, den Spielbetrieb zu organisieren, sind wir heute ein wichtiger Bestandteil der Stadtgesellschaft und nehmen Einfluss auf die gesellschaftlichen Entwicklungen in unserer Heimatstadt. Jugendarbeit ist heute im wesentlichen Teil Sozialarbeit, wenn es um die Bewältigung schulischer oder häuslicher Probleme geht. Fragen der Integration von Menschen mit einer Migrationsgeschichte oder die Hilfe für geflüchtete Menschen sind heute selbstverständliche Aufgaben in unseren Vereinen. Aktuell rücken auch die Fragen der Inklusion immer stärker in den Fokus. Hinzu kommt der ständige Kampf gegen die Gewalt auf den Plätzen, gegen Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Homophobie. Der BFV war in der Vergangenheit häufig Vorreiter in sozialen Themen. Die Integration ist thematisch und personell bereits seit 2004 im Präsidium fest verankert. Seit über 10 Jahren gibt es eine Kooperation mit dem Schwulen- und Lesbenverband. Unser Verband hatte die ersten spielrechtlichen Regelungen für transgeschlechtliche Menschen. Dinge, auf die wir, glaube ich, zu Recht stolz sein dürfen, dass wir hier immer an der Spitze standen, um derartige Dinge voranzubringen. Allen diesen Herausforderungen werden wir uns auch in der Zukunft stellen. Es gilt aber ausdrücklich, den vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen für Engagement zu danken. Von ihrer Arbeit, von ihren Erfolgen lebt letztendlich auch der Verband. Nicht vergessen will ich in diesem Zusammenhang ausdrücklich unsere Schiedsrichter zu erwähnen, die es zunehmend schwerer in der Ausübung ihres Amtes auf den Plätzen haben. Hier gilt es vermehrt an die Fairness mal wieder zu appellieren und dass wir alle dazu beitragen, dass es auf unseren Plätzen vernünftig zugeht. Wir stehen in der Tradition unserer Vorgänger. Wir wollen Bewährtes bewahren, sind aber auch gefordert, unseren Verband stets zu modernisieren und den Wünschen unserer Vereine anzupassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss kurz noch auf die aktuelle politische Situation eingehen. Seit Monaten beobachten wir mit Schrecken den Krieg in der Ukraine. Dabei ist uns in Erinnerung gekommen, dass zu unserem 100. Jubiläum ein Jugendorchester aus Kharkiv der Ukraine hier in Berlin war, mit einem Konzert der Hochschule der Künste begeistert hat und auch unseren damaligen Festakt begleitet hat. Dieses Orchester besteht in seiner Organisation nach wie vor, dennoch kann es momentan aufgrund der Flüchtlingssituation nicht spielen. Wir wollen aber für die Zeit danach diesem Orchester helfen, dass es seine Arbeit wieder aufnehmen kann. Und deshalb bitten wir Sie sehr herzlich am Ende dieser Feier um eine kleine Spende, die im Vorraum gesetzt wird.
gesammelt wird. Dafür danke ich Ihnen schon einmal vorab und danke Ihnen auch für die Aufmerksamkeit.